So, Freunde, da sind wir. Herzlich willkommen, lieber Dr. Maximilian Krah. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich zünde mir erstmal mein Pfeifchen an. Mach das mal. Alles klar. Ich habe vorhin den Livestream eingerichtet. Da gingen dann nach ein paar Sekunden die ersten Kommentare ein. Das ist mit Gast immer das Gleiche. Die meisten freuen sich und ein paar wenige bringen ihren Unmut zum Ausdruck. So ist das auch heute geschehen. Direkt der zweite, über dich, es tut mir leid. Ja, direkt der zweite Kommentator war es, der schrieb Folgendes: Meint der Titel Deutschland oder Krahs mit Idiotenapostroph Liebe zu China und Russland? Frage für einen Freund. Was möchtest du dem Freund mitgeteilt wissen? Naja, also als erstes, Frage für einen Freund ist ja mittlerweile so abgedroschen, dass man sich was Neues ausdenken muss. Also da passt dann der Idiotenapostroph zur letzten Frage. Und ansonsten, ich erwarte eigentlich von einem, der bei der Honigwabe zuhört, dass er Kampagnen durchschaut. Und die Situation ist die, also was China angeht, behauptet ja selbst die Generalbundesanwalt nicht, dass gegen mich Vorwürfe sind, sondern sie sagt, Herr Krah ist Zeuge, er ist nicht Beschuldigter. Und was meinen Mitarbeiter angeht, da wissen wir noch nicht mal, ob er angeklagt wird. Also auf diese Wahlkampffinte reinzufallen, nachdem der Wahlkampf vorbei ist, ist schon bitter. Und was Russland angeht, naja, also rein ökonomisch, ich bin jetzt auf die interessanten Antworten gespannt, wie man die deutsche Energiesicherheit und die preiswerte Energieversorgung Deutschlands nach Abschalten von Kohle und Atom sicherstellen will, wenn man kein Pipeline-Gas mehr hat. Also ich glaube, man sollte einfach nicht auf die grüne Propaganda reinfallen. Das ist doch das, was uns auszeichnet, dass wir es durchschauen, dass wir eins und eins zusammenrechnen können und dass wir einfach wissen, hier wird versucht, mit letztlich Vorurteilen gegen nicht westliche Mächte Stimmung zu erzeugen, um davon abzulenken, dass die herrschende Politik keine Vision mehr hat. Und von daher, ich nehme diese Anwürfe, die immer dieselben sind, mittlerweile mit entspannten Gähnen zum Ausdruck und mache mir meine Gedanken über Leute, die immer noch solche Sprüche klopfen. Es passt zum Idiotenapostroph. Ich muss auch sagen, dass wir hier durchaus sogenannte Hater haben, die zu gucken, gerade dann, wenn irgendwelche Gäste da am Start sind. Also von daher, ich würde die nicht mal als Honigwabe-Zuschauer kategorisieren, aber sei es drum, ich persönlich, ja, du musst mir da nicht zustimmen, ja, habe ja den Verdacht, dass es da draußen den einen oder anderen Kretin gibt, der halt auch weiß, wie man das Internet benutzt und dann schaltet man sich ein und setzt direkt als erstes so einen Kommentar ab. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ist du jemand noch zu retten? Also ich schätze intelligente Linke. Ich habe das immer gesagt, dass die besten Interviews habe ich immer gegeben mit intelligenten Linken. Also ich will jetzt nicht den Thilo Jung schon wieder bemühen, aber der hat sich ja nun, weiß Gott, viel Gedanken gemacht und redlich angestrengt. Das gilt auch sonst. Also eine einigermaßen realistische Berichterstattung über die AfD findet man eben deutlich eher in der Zeit als in der FAZ. Und insofern, wenn die Linken sich Mühe geben, ist das einfach sportlich, dann soll man das aushalten. Aber wer natürlich wirklich statt einem Argument da nur solche Ha-ha-ha, Frage für einen Freund, Gedanken hat, ja, das ist so ein bisschen einfach nervig. Laut einer aktuellen Studie soll jeder dritte Grüne genauso blöde sein wie die anderen beiden. Auf der anderen Seite hat Anton Hofreiter diese Woche unmissverständlich klargemacht, dass wer Grüne verächtlich macht, auf ein Handbuch des Kremls zurückgreift. Ich habe hier den Clip für euch. Macht, was Sie hier gerade aufführen und was Herr Söder aufführt, das können Sie nachlesen in Papieren, die aus dem Kreml stammen. Und da heißt, die Hauptstrategie zum Umgang mit den Grünen ist, sie verächtlich machen und diffamieren. Und das ist das, was sie systematisch machen. Und damit folgen sie eins zu eins der Kreml-Strategie. Und das ist in diesen gefährlichen Zeiten ein Problem. Ich glaube, du hast Grüne auch schon mal verächtlich gemacht, oder? Ich mache das gelegentlich, ja. dessen sind wir alle schuldig. Ja. Da kommt man nicht herum. Es gibt halt Tweets mittlerweile aus der grünen Blase, die klingen so, als wenn wir parodieren. Das geht ja eigentlich los bei Annalena Baerbock. Es gibt ja zwei Annalena Baerbock-Accounts auf X. Es gibt den offiziellen des Auswärtigen Amtes und es gibt Baerbock Press. Und es ist tatsächlich so, dass der Satire-Account, ich denke, Annalena Baerbock besser trifft als der offizielle. Er ist auch aktueller. Das heißt, bei den Grünen ist zumindest aus unserer Sicht zwischen der Parodie und der Realität kaum noch ein Unterschied. Ich erinnere mich vor kurzem an einen Tweet, da schrieb einer, man macht die Grünen für alles verantwortlich, was in Deutschland schiefläuft. Dabei übersieht man, es ist doch in Wahrheit Putin. Da habe ich gedacht, na nun, den kannte ich noch gar nicht, bestimmt wieder einer von uns, der sich über die Grünen lustig macht. Nein, das war ernst gemeint.
Und das ist schon bemerkenswert. Also die Wahrnehmungen der Welt haben sich so verschieden oder sind mittlerweile so auseinander, dass das, was für uns ein Witz ist, für diese Leute Realität ist. Ich befürchte, dass es auch andersrum so ist. Also wir erleben, wie die Gesellschaft und wir auch überhaupt die politische Kommunikation völlig fragmentarisiert. Und das sehe ich schon mit einem gewissen Bedauern, aber ich halte es auch für unvermeidlich. Aber wir kommen zwischen den beiden Milieus, also unserem und dem Grünen, eigentlich in eine Ebene der Sprachlosigkeit. Und wenn ich das Revue passieren lasse, es gelingt sehr selten, über diese Grenze hinwegzuspringen. Also der Thilo Jung hat es geschafft, das muss man ihm lassen. Das war auch der einzige YouTube-Beitrag, wo Linke und Rechte zugleich kommentiert haben. Gelegentlich gelingt das nochmal so einer Frau Lau von der Zeit. Aber ansonsten kriegen wir es gar nicht mehr hin, überhaupt noch nachzuvollziehen, was die anderen meinen. Und das ist eigentlich bedauerlich für eine Demokratie. Ich habe das gemacht, was Linke vermutlich nur machen würden, wenn ihr Leben davon abhinge oder nur sehr, sehr wenige. Ich habe Linke angeschrieben, um sie um Fragen für dich zu bitten. Ich habe also Leute angeschrieben, die dich und mich gleichermaßen doof finden, um ihnen die Gelegenheit zu geben, dich zu entlarven. Wir machen letztendlich das hier zum Programm, was es bei den sonstigen Medien seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr gibt. Fragen und Kritik von der Gegenseite. Max weiß so gut wie gar nichts. Ich habe 10 Minuten, bevor ich live gegangen bin, einen Mitarbeiter von ihm kurz gesagt, was ich hier grob vorhabe. Ja, alle da, machen wir, machen wir, machen wir. Ja, also wisset, die Fragen und die Antworten, die sind hier ehrlich. Ich würde aber kurz mit was Eigenem anfangen. Wir kommen gleich zu diesen Fragen. Ich will kurz noch die Geschichte mit der SS besprechen. Hier wurde ja während des EU-Wahlkampfs eine Frage gestellt und die Antwort hallt bis heute nach. Erst diese Woche hat der Spiegel in dem Video mit dem Titel Brauner Nachwuchs, der Erfolg der AfD bei der Jugend. Es geht 5 Minuten das Video und man hat 12 Sekunden gebraucht, um folgende Aussage zu tätigen. Im Europawahlkampf fiel er noch mit einer relativierenden Aussage über SS-Mitglieder auf, bekam sogar Auftrittsverbot von der eigenen Partei. Wir reden hier von demselben Spiegel, der im April 2014 noch von Zwangsverpflichteten der Waffen-SS und von Hitlers Kind der Soldaten schrieb. Nimm uns mal bitte nochmal mit zu diesem Interview. Was wurdest du gefragt? Was hast du geantwortet? Was davon war falsch? Wie lief das? Angesetzt war ein Interview mit der Financial Times über Wirtschaftsfragen und der Reporter der Financial Times brachte die deutsche Korrespondentin der La Repubblica mit und nachdem das Financial Times vorbei war, sagte sie, sie haben gesagt, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Mein Großonkel war bei der SS, also war er doch ein Verbrecher. Und meine Antwort war, haben Sie sich damit beschäftigt, was er konkret getan hat? Und die Gegenfrage war, kommt es darauf an? Er war doch bei der SS. Und im Ergebnis dieses Gesprächs habe ich dann gesagt, wissen Sie, Sie werden mich nicht dazu bringen, zu sagen, dass jeder, der diese Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Und habe dann als Beispiel Günter Grass genannt. Denn wir haben in Deutschland ganz stark unterstützt von den Linken Günter Grass Straßen. Wir haben ein Günter Grass Haus und Günter Grass ist immerhin Literaturnobelpreisträger. Ich finde seine Literatur übrigens scheußlich. Das heißt, ich habe meines Erachtens oder ich bleibe dabei, dass ich etwas erzählt habe, was vollkommen korrekt ist, was der Spiegel vor ein paar Jahren selbst gesagt hat. Nämlich, dass die Organisation natürlich eine verbrecherische Organisation war. Daran gibt es keinen Zweifel. Dass aber nicht jeder, der bis zu 900.000 Mitglieder teilweise zwangsrekrutiert, teilweise auch verblendet und mit 16 Jahren sich da freiwillig gemeldet, eben wie Günter Grass, deshalb automatisch auch Verbrechen begangen hat und insofern ein individueller Verbrecher ist. Ich habe also in der Sache überhaupt nichts Falsches gesagt und ich habe auch in der Sache nichts zurückzunehmen. Allerdings ist natürlich eins klar, es gibt Themen, die sind selbst dann tödlich, wenn die Aussage richtig ist. Und insofern, diesen kommunikativen Fehler muss ich mir anrechnen lassen. Da stehe ich dazu, dass das ein Fehler auch war, dass man überhaupt sich auf das Thema eingelassen hat. Aber die Aussage, die ich getätigt habe, war inhaltlich vollkommen richtig. Es gibt nichts zurückzunehmen. Und diese Aussage wird auch, je länger man sie hoch und runter ventiliert, nicht falscher, sondern ganz im Gegenteil, immer mehr Leute sagen, naja, wenn er es so sagt, ist es schon richtig. Also von daher eine richtige Aussage und das ist jetzt das Neue der politischen Kommunikation, wo wir gelandet sind. Wir können auch für richtige Aussagen in den Senkel gestellt werden. Also die Zeit, wo politische Kommunikation darum ging, richtige Argumente vorzutragen und dafür zu werben, ist vorbei, sondern auch ein richtiges Argument, ein richtiges Sachargument kann kommunikativ falsch sein. Wir müssen uns überlegen, ob wir uns darauf einlassen.
Ich tendiere eher dazu, mich darauf nicht einzulassen. Aber in der konkreten Situation war meine Partei nicht cool genug zu sagen, wir werden nicht für eine in der Sache richtige Aussage bereit sein, in die Defensive zu gehen. Und dafür habe ich halt bezahlt. Glaubst du persönlich, dass das geplant war? Hat man sich hingesetzt und sich gedacht, welche Frage könnte ich stellen? Das war ein Glücksfund. Ah ja, okay. Hast du den Auftritt von Chrupalla bei Lanz gesehen vor etwa 3 Wochen? Hat er ja dann, und das bin ich ihm auch dankbar, jetzt nach der Wahl das sachlich richtig gestellt, ja. Also ich fand das auch bemerkenswert, dass er da so krass stabil geblieben ist. Was ich so ein bisschen doof fand, war dieser krasse Eiertanz. Also er hat sich das ja geschlagene 5 Minuten lang gefallen lassen, dass immer wieder dieselbe Frage, dieselbe Frage. Und dann war halt von ihm, nein, aber der Kontext, aber nein, das wurde falsch wiedergegeben. Anstatt, dass er bei der 3. Nachfrage einfach mal sagt, gerade nichts Falsches gesagt. Ich empfehle diesbezüglich den Spiegelartikel, den ich gerade eben schon erwähnt habe. Da stand selbst beim Spiegel, dass da Hitlers Kindersoldaten waren, die zwangsverpflichtet wurden. Wer der Meinung ist, dass 14- oder 15-jährige zwangsrekrutierte Kinder mit absoluter Sicherheit und ohne Ausnahme Verbrecher waren, ist hoffnungslos verloren. Sie haben mich in der Sache gerade zum 3. Mal befragt. Ich denke, dass der Zuschauer gerne wüsste, wie ich zu XY stehe, denn XY bewegt die Menschen jetzt vor den anstehenden Wahlen im Osten mehr als eine faktisch korrekte Aussage, die Maximilian Krah vor 3 Monaten gemacht hat. Wenn Ihnen das keine Ruhe lässt, dann laden Sie bitte Herrn Krah ein. Ich denke, wir sollten jetzt über Migration, Inflation, Lehrermangel, innere Sicherheit, was auch immer sprechen. Also ich habe mal den Eindruck, vielleicht kannst du mir das sagen, werden AfDler gebrieft, bevor sie in so eine Talkshow gehen? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich gehe in die Talkshows und verlasse mich auf meine argumentativen Fähigkeiten. Ich glaube einfach, dass die AfD, wir leben in einem Land im absoluten Niedergang. Und dieses Land kann nur deshalb in den Niedergang kommen, weil es den Linken gelungen ist, ja, über fast jedes Thema Tabus zu legen. Also es gibt von Arnulf Baring mal den schönen Satz, in Deutschland ist alles tabuisiert außer Sex. Und jetzt zu sagen, ich schere mich nicht mehr um diese Tabus. Ich ignoriere sie. Ich bleibe bei dem, was richtig ist, und ich haue es raus. Das ist eine Sache, die ist in einer konkreten Situation, wo man auch unter Druck steht, wo Licht an ist und 5 Kameras, etwas, was, das ist tatsächlich sehr schwierig. Und insofern glaube ich, wir sollten, was diesen Landsauftritt angeht, am Ende doch die Botschaft behalten. Er hat die Aussage als das klargestellt, ja, auch unter Verweis auf den Spiegelartikel, was sie ist, nämlich absolut zutreffend. Und ich fand das auch super stabil. Ja. Das andere dann, also ich mache da jetzt keine, ich vergebe da jetzt keine B-Noten, ob man das 30 Sekunden eher oder später hätte sagen können. Ich glaube, was wichtig ist und was wir auch in unser Milieu hereintragen müssen, es gab hier eine richtige Aussage, die in der Tat in der kommunikativen Situation unglücklich war. Aber wir sind natürlich als eine Partei, die im rechten Parteienspektrum angesiedelt ist, nicht dazu da, uns an dieser Verdammung unserer eigenen Geschichte zu beteiligen, sondern wir stehen zu der Geschichte in ihren Höhen und Tiefen, aber wir werden nicht tiefer gehen, als die Realität ist. Und wenn wir jetzt das Thema nehmen, individuelle Schuld versus SS als verbrecherische Organisation, habe ich ja wiedergegeben, was die Sieger des Zweiten Weltkrieges nach 1945 praktiziert haben. Sie haben gesagt, die Organisation ist verbrecherisch, aber dem Einzelnen müssen wir trotzdem individuelle Verbrechen nachweisen. Es gibt keine automatische Schuld. Das ist die Handhabung der Alliierten nach dem Krieg gewesen. Das ist bis heute, was die deutsche Justiz macht. Das heißt, ich habe an sich das wiedergegeben, was die Sieger in Nürnberg gemacht haben, was die deutsche Justiz seit 1945 macht. Natürlich ist das vollkommen richtig, was ich gesagt habe in der Sache. Und wir nehmen aber zur Kenntnis, dass die politische Kommunikation mittlerweile komplett faktenbefreit funktioniert bei sehr, sehr vielen Themen. Also das Geschichtsthema ist ein so ein Minenfeld, aber versuch mal mit einem Linken faktenbasiert über das Klima zu diskutieren. Versuch mal mit einem Linken faktenbasiert über Russland zu diskutieren. Versuch mal mit einem Linken faktenbasiert über die Frage zu diskutieren, ob die Menschenrechte, wie wir sie verstehen, tatsächlich in der ganzen Welt genauso verstanden werden müssen. Es geht nicht. Wir haben, und das habe ich gelernt, wir haben eine unfassbare Palette an Themen, und zwar weit wichtigere und relevantere Themen als Geschichtsfragen, wo wir nicht mehr auf der Basis von Fakten argumentieren können, sondern wo, wenn ein Faktum gegen das Gefühl des Linken verstößt, das linke Gefühl die Oberhand behält und der Fakt für böse erklärt wird. Das haben wir flächendeckend,
Und das ist eines der Probleme der Sprachlosigkeit, die wir in Deutschland haben, dass es nicht mehr gelingt, über die Lagergrenzen hinaus zu diskutieren, weil Fakten böse geworden sind. Aus Sicht der Linken, und die Linken haben nun mal die kulturelle Hegemonie. Das ist ein Riesenproblem. Ich würde jetzt ungern nochmal in irgendwelche Geschichtsdebatten gehen. Das sollte man wahrscheinlich in Form von Kunst machen oder man sollte es vielleicht in Romanform machen, dass man darüber mal diskutiert. Aber es gibt Fragen, da können wir gar nicht anders. Bei der Klimapolitik, die unsere Industrie ruiniert, da müssen wir mit Fakten argumentieren gegen diese Weltuntergangspropheten Ada Luisa Neubauer und ihre ganzen politischen Unterstützer. Bei der Frage von Krieg und Frieden, wir müssen über Russland rational diskutieren können und nicht auf der Basis irgendwelcher Vorurteile. Bei der Frage der Handelsbeziehungen, wir können ja nicht nur mit Ländern Handel treiben, die genauso links sind wie wir, dann sind wir pleite. Da kommen wir nicht drum rum. Und das müssen wir auch lernen, dass wir dann diese linken Gefühle aushalten und konsequent bei der Wahrheit, bei den Fakten, bei dem bleiben, was richtig und eben was falsch ist. Ich würde da am liebsten weitermachen. Ich muss aber unbedingt die Fragen der Roten Internetfront loswerden. Von daher würde ich einfach mal dazu übergehen. Die Fragen sind weitestgehend genauso übernommen worden, wie sie an mich weitergeleitet wurden. Das heißt, wenn ich die Wortwahl stört oder was sage, ne, das ist nicht meine Wortwahl. Das sind jetzt tatsächlich von... Alles klar. Dann fangen wir mit dem deutschen Volk an. Wie definiert Kra einen Deutschen exakt? Naja, es gibt halt zwei Volksbegriffe. Es gibt das Staatsvolk und es gibt das ethnische Volk. Beim Staatsvolk ist es sehr einfach. Deutscher ist, steht im Grundgesetz, wer deutscher Staatsangehöriger ist oder wer als deutscher Volkszugehöriger im Deutschen Reich nach den Grenzen vom 31.12.1937 Aufnahme gefunden hat. Das heißt, wir haben hier schon diese Verbindung zwischen der Staatsangehörigkeit und der ethnischen Volkszugehörigkeit, die hat Verfassungsrang, noch schöner formuliert in der sächsischen Verfassung. Und das große Thema ist ja, wer ist nun ethnisch Deutscher? Und da ist es ganz klar, das ist ein weiteres Spektrum. Also da gibt es sicherlich die Kern, ist der deutsche Vorfahren hat, also der Abstammungsgemeinschaft angehört. Aber es ist klar, man kann auch dazugehören, wenn man teilweise über zwei Generationen, also dann die Kinder von Einwanderern, diese deutsche Kultur komplett übernimmt. Ich würde sagen, also wenn man zu Hause tatsächlich als erste Sprache Deutsch lernt, wenn das die Umgangssprache auch zu Hause ist, wenn man sich in deutschen Märchen zu Hause fühlt und wenn man das tut, dann rutscht man herein. Das ist aber die Ausnahme. Also es gibt zwei Arten, es ist ganz klar, die meisten denken darüber nicht nach. Immer noch die Mehrheit in unserem Land hat deutsche Vorfahren. Der ist natürlich ganz normal, deutscher Volkszugehöriger. Aber jetzt nehmen wir mal an, man hat einen Elternteil, ist eben kein Deutscher. Dann ist die Frage, wie ist es beim Kind? Da wird es immer danach gehen, in welchem kulturellen Zusammenhang wächst es auf? Oder die Eltern sind eingewandert, die Kinder sind dann in Deutschland in den Kindergarten gekommen. Die Eltern haben auch kaum noch Kontakt in die Heimat, da wird nicht gepflegt. Und diese nächste Generation hat dann ausschließlich deutsche Freunde, hat dann deutsche Partner und so weiter. Dann rutscht man mit herein. Das heißt, während es bei der Staatsangehörigkeit sehr leicht ist, weil es da um den Pass geht, ist es bei der Volkszugehörigkeit natürlich ein Spektrum. Aber die größte Einzelgruppe, der Kern dieser Volkszugehörigen, ist natürlich die Abstammungsgemeinschaft. Aber das ist nicht so ganz klar 0 und 1 wie bei der Staatsangehörigkeit, weil eine ethnische Volkszugehörigkeit ist eben nicht 0 und 1, wie das so die Juristen gern haben, sondern eine ethnische Volkszugehörigkeit kennt eben Grenzbereiche, kennt auch Zweifelsfälle. Thema Mi-Remigration. Wer soll remigriert werden? Na, zunächst einmal ist Remigration, so wie ich es verstehe, ja ein Oberbegriff über jeden, der hier dauerhaft gekommen ist oder Abstammung ist von jemand, der gekommen ist, aber eben noch nicht sich komplett integriert hat und nun zurückgeht. Das heißt also, Remigration betrifft nicht nur jene, die unfreiwillig zurückgeschickt werden, sondern auch jene, die freiwillig gehen. Also nehmen wir mal an, du bist als 20-Jähriger gekommen, hast hier studiert, hast hier gearbeitet, aber jetzt gehst du eben in Rente und sagst, will ich jetzt meinen Lebensabend in Bochum verbringen oder in Bodrum? Und dann entscheidest du dich einfach da, wo es schöner ist und gehst nach Bodrum. Dann ist auch dieser freiwillige Zurückgehen in eben ein Ort mit schönem Wetter und einem von dir erarbeiteten Ferienhaus, ist auch eine Remigration. Insofern ist Remigration meines Erachtens nur ein Oberbegriff. Wer sicherlich remigriert werden im Sinne von zurückgeschickt werden sollte, sind Leute, die hierher kommen und kriminell werden, ohne Staatsangehörige zu sein, die dauerhaft von Sozialleistungen leben,
Ich meine, wer jetzt nach Deutschland kommt, nach 5 Jahren immer noch keinen Job hat und die ganze Zeit auf Kosten des Staates lebt, was soll der hier? Das ist schon mal ein sehr großer Anteil. Und ansonsten geht es darum, dass wir seit 2013 fast 10 Millionen Menschen haben, die nach Deutschland gekommen sind. Und ein großer Anteil, fast 50% von denen, ist hier bis heute nicht angekommen. Die können nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen. Also ich weiß nicht, was die hier sollen. Also dieser große Teil sollte sicher gehen. Und bei allen anderen gilt, wir müssen auch Angebote machen. Also nehmen wir ein Beispiel für Syrien. Deutschland ist einer der größten Geldgeber für Syrien-Konferenzen. Das Interessante an diesem unglaublich vielen Geld, das wir für Syrien-Konferenzen ausgeben, ist, keins davon kommt in Syrien an. Ich glaube, es gibt viele Syrer, die nicht straffällig sind, die vielleicht auch einfache Jobs haben, die würden gern zurückgehen, wenn sie in ihrer Heimat einen anständigen Job haben. Aber wir verhindern durch unsere Sanktionspolitik, durch unsere Embargo-Politik, dass überhaupt es einen ökonomisch sinnvollen Anreiz gibt, nach Syrien zurückzugehen. Das muss sich ändern. Also wir sollten dringend mit Syrien und Afghanistan auch über wirtschaftliche Zusammenarbeit verhandeln, damit unter Umständen ein relevanter Anteil sagt, ich habe jetzt in Deutschland die deutsche Sprache gelernt, ich habe vielleicht eine Berufsausbildung gemacht, aber ich möchte das, was ich gelernt habe, jetzt lieber in meiner Heimat ansetzen, wo ich mich auskenne, wo ich was bin, als dass ich jetzt hier dauerhaft in der Fremde lebe, wo ich doch nur über Hilfsarbeiter nicht herauskomme. Insofern glaube ich, wenn wir über Remigration reden, geht es doch vor allen Dingen darum, dass wir mit den wichtigsten Herkunftsländern endlich mal uns ins Benehmen setzen und überlegen, was können wir an Anreizen schaffen. Weil ich bin Jurist, es ist nicht möglich, mit dem derzeitigen deutschen Verwaltungs- und Verwaltungsvollstreckungsrecht signifikant Menschen gegen ihren Willen außer Landes zu schaffen. Es geht einfach nicht. Das mag unbefriedigend sein, finde ich auch unbefriedigend. Aber so ist es nun mal. Und es ist viel einfacher, über ökonomische Anreize, über Abkommen, signifikant diesen Einwanderungsstrom umzudrehen, als die ganze Zeit davon zu träumen, dass man jetzt den gesamten deutschen Rechtsstaat umbaut. Das wird man nicht schaffen. Und wir erleben ja, wie wichtig das ist, denn unsere Gegner machen das genaue Gegenteil. Sie holen eben gerade 250.000 Kenianer, die hier keiner braucht. Passend zur nächsten Frage. Welche Art von Einwanderung in welcher Höhe ist tolerierbar? Ja, alles, was ganz normal ist. Also, wenn du jetzt eine Partnerin findest aus Brasilien und sie wandert nach Deutschland ein, ist das ein Problem? Selbstverständlich nicht. Jemand kommt hierher, weil er seit seiner Schulzeit ein großer Verehrer der deutschen Kultur ist, hat in der Schule Deutsch gelernt, hat sich in Goethes Faust verliebt, hat dann irgendwo in Deutschland Literatur studiert und möchte jetzt hier arbeiten. An einem Theater, in einer Zeitung, in einer Werbeagentur. Selbstverständlich. Diese ganze Einzelfalleinwanderung aufgrund persönlicher Vorlieben, aufgrund persönlicher Neigungen, wohl überlegt oder auch ein Unternehmen, das sagt, um unsere Technikabteilung aufzupeppen, holen wir uns jetzt aber einen Ingenieur vom Technion oder so in Haifa. Das ist alles wunderbar. Wogegen ich mich halt wehre, ist gegen diese tatsächliche generalplanmäßige Menschenverschiebung. 250.000 hierher oder Quote. 50.000 aus dem Land, 250.000 da lang. Das geht überhaupt nicht. Also ein Einzelner, der sich einfach aus welchen Gründen auch immer, der Liebe wegen, der kulturellen Leidenschaft wegen, auf den Weg macht, der hat doch, da gibt es doch keine Probleme. Das Problem beginnt doch, wenn man anfängt zu quotieren, wenn man sich hinstellt und am Reißbrett letztlich Bevölkerungen verschiebt. Und das passiert ja. Der ganze UN-Migrationspakt, der darauf abgeleitete EU-Migrationspakt basiert ja darauf, dass irgendwelche Sozialingenieure glauben, sie könnten ganze Bevölkerungsgruppen, wo man dann immer nur in zigtausender Schritten rechnet, vom Ende der Welt nach Deutschland umsiedeln. Und dieser orchestrierte, politisch orchestrierte, gewollte Bevölkerungsaustausch ist in jedem Fall schlecht. Und zwar egal, wie gut die Leute ausgebildet sind, wo sie herkommen und was man mit ihnen vorhat. Nein, nein, nein. Der Einzelne, der kommt, aus privaten, individuellen Gründen, Karrieregründen, Gründen der Liebe, der kulturellen Leidenschaft. Überhaupt kein Problem, herzlich willkommen. Aber sobald wir jetzt reden, Kontingent A, Kontingent B, Kontingent C, alles schlecht, muss alles enden. Genetik. Ich habe die Titel nicht vergeben, wie schon gesagt. Du postest wohl gerne Inhalte zu Genetik auf Twitter. Ich habe vorhin deinen Account mal nach diesem Wort durchsucht und habe nicht einen Treffer erhalten. Jedenfalls wüssten die Kollegen gerne, wer dein Ideengeber beim Thema Genetik ist und welche Forderungen du aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Genetik ableitest. Naja, wie du ja selbst sagst, gibt es das Wort bei mir überhaupt nicht.
Was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Körper-Geist-Kontinuum. Das heißt, den Menschen komplett von seiner Biologie, von dem, was ihm mitgegeben ist, zu trennen, ist nicht möglich. Der Mensch ist nicht ein freier Wille, der sich ständig neu erfinden kann, sondern der Mensch bleibt Kind seiner Eltern, Nachfahre seiner Vorfahren. Das, was die gelebt haben, ist ja in ihm drin, in Form eines biologischen Erbgutes. Es prägt ihn, im Guten wie im Schlechten. Es limitiert ihn, aber es befördert ihn auch, gewisse Dinge zu tun, die eben nur er tun kann, weil er diese spezielle Prägung hat. Und ich bin immer mutig genug gewesen, genau weil ich daran festhalte, dass der Mensch eben auch Körper ist, zu sagen, dass es damit auch gewisse Prägungen und Voraussetzungen gibt, die er hat und die er auch nicht beliebig ändern kann, sondern die ihm innewohnen. Und ich lasse es genau in diesem Hinweis, der reicht auch völlig aus. Wir müssen keine Fachdiskussion führen und wir sollten uns auch nicht dazu verleiten lassen, jetzt nur weil die Linken die Körperlichkeit komplett vergessen, die also sagen, der Mensch ist der reine Geist und man kann auch im falschen Körper stecken und die eigenen Gedanken und Gefühle haben mit dem Körper nichts zu tun, jetzt in das andere Extrem zu fallen und zu sagen, der Mensch ist nur noch Körper und jeder Gedanke und jedes Gefühl, den ich habe, das ist genetisch determiniert, ist auch falsch. Von daher bleibe ich dabei, wir sind Körpergeist in einem Körpergeist-Kontinuum. Wir haben Prägungen, wir haben auch gewisse Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, über die wir nicht hinwegkommen. Ich zum Beispiel bin wahrscheinlich nicht besonders sportlich und wir sollten das mit berücksichtigen. Aber ich benutze, wie du selbst gesagt hast, das Wort überhaupt nicht. Ich weise auf die Körperlichkeit des Menschen hin, die Natur des Menschen. Da kommt das mit rein. Aber ich empfehle jedem, damit sparsam umzugehen. Es ist ein ähnliches Minenfeld wie die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945. Und es ist auch nicht nötig, da in Details zu gehen. Es ist meines Erachtens aber notwendig, daran festzuhalten, dass der Mensch Körper und Geist ist und den Körper nicht zu vergessen. Aber es wäre ein Fehler, den Menschen komplett auf die Körperlichkeit zu reduzieren. Wir sollten den Mut haben, beides mitzudenken und den Menschen in seiner gesamten Existenz zu betrachten. Wir geraten so ein bisschen in zeitliche Schwulitäten. Ich würde die nächsten beiden Fragen mal zusammenfassen. Familienpolitik, welche konkreten politischen Forderungen und Maßnahmen hast du, um die Geburtenrate in Deutschland zu erhöhen? Und warum ist die Geburtenrate von Deutschen so niedrig im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen? Also erstens ist die Geburtenrate von Deutschen nicht so niedrig im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen, sondern wir haben einen weltweiten Trend des Zusammenbruchs der Geburtenrate. Das ist ein weit verbreiteter Fehler in unseren Kreisen, dass wir glauben, es betrifft nur die Deutschen. Also wir haben bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund zurzeit irgendwie 1,2x Kinder pro Frau und wir liegen bei den Mihi-Grus bei 1,4. Wir liegen zurzeit in der Türkei als wichtigstes Herkunftsland der größten Einwanderergemeinschaft bei einer Geburtenrate von 1,45. Und wenn du jetzt in der Türkei nochmal unterscheidest zwischen ethnischen Türken, ethnischen Kurden und eingewanderten Arabern, dann sind die ethnischen Türken in der Türkei auch bei 1,2. Also das eine, wir haben einen globalen Trend eines völligen Zusammenbruchs der Geburtenrate, ist das eine. Woran liegt das? Nun, erstens, der Anteil der Singles steigt. Also die Generation, du bist ja jünger als ich, die heute in den 20ern ist, wird die erste Generation sein, wo die Mehrheit Single bleibt. Morgan Stanley sagt, dass Ende dieses Jahrzehnts, also in 6 Jahren, 45% der amerikanischen Frauen Single und kinderlos sein werden. Wenn aber die Hälfte der Bevölkerung Single ist, dann ist klar, dass die Geburtenrate zusammenbricht und sie wird bis Ende dieses Jahrzehnts auch in Deutschland unter 1 sein. Das heißt, wenn wir über die Geburtenrate reden, müssen wir erstmal darüber reden, dass uns die gesamte Gesellschaft und die gesamte Familienstruktur komplett zusammenbricht. Warum bricht sie zusammen? Weil die Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind. Sie wissen nicht mehr, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und wenn sie nicht wissen, wer sie sind, haben sie auch kein Interesse an einer Selbsterhaltung. Das ist das eine. Und ganz konkret, die Geburtenrate liegt an ganz, ganz vielen verschiedenen Ursachen. Geld ist eine der am wenigsten relevanten, denn ansonsten müssten die Reichen viele Kinder haben, die Reichen aber noch weniger Kinder als die Armen. Das eine ist Bewusstsein. Kinderzahl ist stark korreliert mit religiösem Bekenntnis und das können wir als Politiker nicht erhöhen und angesichts des Zustands der christlichen Kirchen wird es sich auch nicht erhöhen, zumindest nicht in den nächsten 15, 20 Jahren. Das zweite, die Kinderzahl hängt am Status. Wenn also es gesellschaftlich einen hohen Status genießt, 3, 4 Kinder zu haben, dann werden die Menschen mehr Kinder haben. Wenn aber der kulturelle Trend in einer Gesellschaft von Singles gemacht wird und daraufhin entwickeln wir uns, werden die Menschen wenig Kinder haben. Wir brauchen also Gegenwelten. Wir werden in den großen, hippen Städten schon aus ökonomischen Gründen, da spielt die Ökonomie eine Rolle, weiter den Trend zum Single-Haushalt haben. Wir müssen es also schaffen, dass es Gegenwelten gibt, wo wir
in gewissen Kleinstädten, in Mittelstädten, in Dörfern eine Gegenkultur haben, wo es einfach dazugehört und wo es einfach schick und geil ist, dass du deine 3, 4 Kinder hast. Und es gibt da ein interessantes Beispiel, wo ich jetzt auch überlege, ob ich das kopiere, da werden wir dieses Jahr noch was machen. In Georgien hat der Patriarch, die Georgier haben noch eine höhere Bindung an ihre Nationalkirche, gesagt, bei jeder Familie, die 3 Kinder hat, werde ich der Patenonkel des 3. Kindes, ich werde das Kind persönlich taufen und ich werde Kontakt halten. Und das führt dazu, dass es zurzeit in Georgien einen massiven Run gibt, das 3. Kind zu haben. Wir müssen also, wenn wir über Familienpolitik reden, 2 Dinge im Blick haben. A, die gesamte Struktur der Familien. Wir müssen schauen, wie kommen wir weg von diesem Trend zum Single-Dasein. Und das zweite ist Status. Wir brauchen eine klare Politik, die die 3- und 4-Kind-Familie als positiv, als erstrebenswert, als Vorbild darstellt. Wir brauchen die glücklichen Familien. Wir brauchen das als ein ästhetisches und soziales Vorbild. Und das heißt, wir müssen wieder grundsätzlich werden, wir müssen über Kultur sprechen. All politics is a downstream from culture. Und das muss auch bei uns verinnerlicht werden und gerade an dem Punkt ist es kriegsentscheidend. Dann kommen wir zur wichtigsten Frage bei der Wirtschaft. Um die Zukunftstechnologien herzuholen, die du wohl gerne hier hättest, KI, Genforschung, Kernforschung, und um in relevanten Zahlen kritische Güter wie Computerchips oder Medikamente hier herstellen zu können, braucht es Geld und Personal. Woher soll das Geld und woher das Personal kommen? Nun, wir müssen wieder lernen, dass wir die Welt nicht dadurch verändern, dass wir alle erstmal 13 Jahre bis zum Abitur brauchen, plus noch irgendwie ein Auslandsjahr. Dann machen wir ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland und dann studieren wir 5 Jahre Genderwissenschaften. Wir liegen zurzeit bei 2 Studenten auf einem Azubi, das ist lächerlich. Wir liegen bei den Studenten bei einem deutlichen Überhang der Geistesfreude der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Das ist das eine. Also wir müssen das Talent und das viel zu knappe Humankapital der Jugend endlich mal wieder vernünftig einsetzen. Das ist ein ganz großes Thema, weil die heutige Jugend von Leuten ausgebildet wird, die aus einer völlig anderen Zeit kommen, nämlich die Lehrer und die Eltern. Und die sind noch darin gepolt, dass Studium besser ist als Ausbildung und Abitur besser als Berufsschule. Das stimmt so nicht mehr. Ist einfach falsch. Sondern durch die KI, die in 5 bis 10 Jahren den gesamten Arbeitsmarkt umflügen wird, werden ein Großteil der Bürojobs werden wegfallen. Das heißt, wer heute auf irgendeinen Bürojob studiert und sich keine Gedanken über KI macht, ist in 10 Jahren arbeitslos und kann dann umschulen zum Busfahrer wahrscheinlich, weil die Kenianer ja nicht pünktlich unter Umständen ankommen. Das ist das Allererste. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Humankapital, das wir haben, zielgerichtet einsetzen. Das tun wir überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Da sind Videos von mir jetzt auch in Vorbereitung, wo ich mich gezielt an junge Leute wende und denen sage, worauf sie achten müssen bei ihrer Berufs- und Studienwahl und Ausbildungswahl. Punkt 1. Wir müssen gewisse Jobs, die heute, die zwar wichtig sind für die Zukunft, aber einen geringen Status haben, nochmal Status, aufwerten. Also wir brauchen unter Umständen mehr Berufsakademien. Wir müssen Ausbildungsberufe akademisieren. Beispiel, eine meiner Töchter wollte BWL studieren, habe ich ihr gesagt, tut mir leid, im Hinblick auf KI, hat keine Zukunft, ich habe keine Lust, dich lebenslang zu unterstützen. Wir haben jetzt Hotelfachschule gefunden. Hotelfachschule ist letztlich eine akademisierte Form der alten Hotelfachfrau, Hotelfachmann. Man hat also einen Ausbildungsberuf genommen und hat ihn akademisiert. Dasselbe passiert in Bundesländern, die über Berufsakademien verfügen. Das sollten wir flächendeckend einführen und verstärken. Duales Studium in den richtigen Bereichen. Damit haben wir die Leute. Auch berücksichtigen, dass wir viele Ausbildungsgänge gar nicht mehr brauchen, weil die KI das übernehmen wird. Und die werden auch kreativ sein, wenn wir sie einsetzen. Woher kommt das Geld? Also wir haben schon noch in Deutschland genug Vermögen, das auch bereit wäre, wenn es hier sicher ist und Erträge erzielen kann, zu investieren. Also geh mal in München, geh mal in Düsseldorf, geh mal in Hamburg durch die schönen Viertel, schau dir die Villen an, den Erhaltungszustand. Das ist ja einfach Kapital, das da ist. Das ist nach wie vor da. Nur dieses Kapital wird eben nicht eingesetzt und es wird nicht im Inland investiert, weil Steuern zu hoch, Standortbedingungen schlecht, überreguliert, keine interessanten Projekte, die Rendite versprechen. Also ums Geld mache ich mir keinen Kopf, sondern ich mache mir den Kopf darüber, dass wir das, was wir haben, das einzigen Wert, den wir im Land haben, nämlich intelligente, leistungsbereite, gute junge Leute, und die haben wir, die erlebe ich ständig auf meinen Touren, dass wir aufhören, diese jungen Leute in irgendwelche Scheißausbildungen zu stecken. Am besten noch anfangen zu kiffen, was ja mittlerweile freigegeben ist. Ja? Also Kiffen ist für Loser.
sondern wir müssen diesen jungen Leuten Lust auf Erfolg, Lust auf Leistung, Lust auf Zukunft machen, indem wir ihnen die richtigen Tipps geben und ihnen dafür auch den notwendigen Status, dass sie das verfolgen. Das ist die große Aufgabe, da haben wir viel zu tun, aber es ist möglich. Ich stelle dir jetzt noch ein paar Fragen von den Zuschauern. Lieber Max, ich lege los mit Isamarie Thompson. Vielen Dank, Herr Kram. Wie bewerten Sie den Versuch von Martin Meuthen-Vinzenz und Umfeld, die NRW-AfD auf Liberal-Konservativ-Kurs zu bringen und gute Leute mit PAV, keine Ahnung, was das ist, vielleicht erklärst du es mir gleich, aus der Partei zu werfen, zu ekeln, also Parteiausschlussverfahren? Ja, genau. Also ich warne davor, da zu vorstellen, also es gibt in NRW in der Tat einen Machtkampf. Und tatsächlich läuft man da mit administrativen Maßnahmen, geht man recht locker um, wo man sicherlich besser diskutieren und argumentieren könnte. Nichtsdestotrotz ist es sicher falsch, Martin Vinzenz mit Meuthen in einen Topf zu werfen. Das halte ich nicht für zutreffend, sondern ich glaube, dass es an der Zeit ist, abzurüsten. Also was wir da erleben ist, dass man quasi den Landesvorsitzenden, der mit über 70% gewählt ist, und ich meine, das ist eine Hausnummer, dass man dem zu so einer Art Buhmann aufbaut. Das ist auch nicht richtig. Sondern was es hier einfach braucht, ist, dass mal jeder seine Vision von richtiger rechter Politik für die Zukunft in NRW und in Deutschland auf den Tisch legt. Und ich sage zwei Dinge voraus. Erstens, es wird mehr Übereinstimmung geben, als wahrscheinlich beide Seiten zurzeit denken. Zweitens, da wo es Differenzen gibt, kann man die sachlich lösen. Und ich glaube einfach, dass was wir in NRW haben, ist vor allen Dingen, dass menschlich viel in den Brunnen gefallen ist. Also ich würde das, und das sage ich als jemand, der sich mit Herrn Meuthen leidenschaftlich gezofft hat, ich halte das für eine unglückliche Zuspitzung und ich helfe gern mit, dass man da die Brücken wieder hinkriegt. Ich war jetzt mit Martin Vinzenz in Hannover auf der Bühne. Ich kann nur sagen, das war eine sehr erfreuliche, angenehme und befruchtende Veranstaltung. Deshalb meine Bitte, ja, es gibt da sicher auf beiden Seiten und sicher auf beiden Seiten berechtigt menschliche Enttäuschungen und Verwerfungen. Aber ich bitte darum, einmal durchzuatmen und die Differenzen auf die sachliche Ebene zu holen. Wo sind wir tatsächlich inhaltlich grundlegend anderer Meinung? Und das ist, bei Meuthen könnte ich das runterdeklinieren. Der Mann ist ein zutiefst unpolitischer Mensch, der eigentlich in die 80er Jahre zurück will, anstatt die Zukunft zu gestalten. Martin Vinzenz will die Zukunft gestalten. Milo, Frage an Kra. Was halten Sie davon, Kindergeld komplett abzuschaffen und stattdessen den Steuerfreibetrag pro Kind um den Faktor 1 zu erhöhen? Das gibt nur Anreize für die Mittelschicht, also diejenigen, die viele Steuern zahlen und die wir brauchen. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn es um Kinder geht. Ich bleibe dabei, das Wichtigste ist ein entsprechendes Bewusstsein und kultureller Status. Bei der Kinderzahl ist entscheidend auch, dass Paare bestehen, dass geheiratet wird und dass das erste Kind relativ früh kommt. Also wer sein erstes Kind mit Mitte 30 bekommt, wird selten ein zweites haben und so gut wie nie ein drittes. Wenn das erste Kind mit Anfang 20 kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende bis zu 3, 4 reicht, hoch. Jetzt sind wir aber so, dass so gut wie niemand, der Anfang 20 Kinder bekommt und einfach sagt, ich habe eine junge Familie, weil eine junge Familie auch ein kulturell erstrebenswertes Ziel ist, weil auch junge Eltern für ein Kind wahrscheinlich lustiger sind als allzu alte Eltern, dass der groß Einkommenssteuer zahlt. Das heißt, wenn wir die Anreize, die ökonomischen Anreize für Kinder auf die Steuerziele nehmen, dann richten wir uns vor allen Dingen an Menschen über 30. Aber das ist eigentlich zu spät, wenn es um eine Geburtenrate geht, die doch in Richtung 2 geht. Das heißt, wenn wir nämlich eine Geburtenrate haben, die wieder in Richtung 2 geht, brauchen wir Familien mit 3 und 4 Kindern, weil wir weiterhin einen hohen Single-Anteil haben werden. Und das schaffen wir über die Steuern nicht. Bin sehr für ein Familiensplitting, aber das ist mit Sicherheit kein Allheilmittel. Kindergeld in der Tat ist ein Problem, weil es natürlich Fehlanreize ökonomischer Art setzt. Aber auch da wäre ich mittlerweile vorsichtig. Eigentlich die Geburtenrate ist so niedrig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt im großen Umfang Kinder wegen des Kindergeldes geboren werden. Also da muss man vertieft reingehen. Wenn es um Kinder geht, ist es eine Gegenkultur. Wir brauchen einen sozialen Status, wir brauchen ein Bewusstsein dafür und finanziell, ja, ich würde mal lieber darüber nachdenken, über Programme für Wohnimmobilien. Also ehe wir über Steuern nachdenken, könnte man ja mal sagen, wir geben zinsgünstige Kredite für Familien, damit sie sich ein eigenes Heim leisten können. Das würde ziehen. Und ein Kredit für ein eigenes Heim nimmt auch nur die Mittelschicht auf, aber eben auch junge Leute. Also mal schauen,
dass wir sagen, wer 3 oder 4 Kinder hat, der kriegt ein Hypothekardarlehen für 0,5% niedrigeren Zinssatz und dem reduzieren wir auch den Eigenanteil, also das Eigenkapital, auf 10% des Kaufpreises. Das Programm würde wirken. Das Steuerprogramm wird nicht wirken. Erik Ahrens, der Name bedeutet gar nichts, hier kann sich jeder nennen, wie er möchte. Ich liebe Herrn Dr. Krah seit den Interviews vor der Europawahl. Er hat mich von der AfD überzeugt, weil er gebildet ist. Aber was sagt er dazu, dass im Schnellruderumfeld jetzt wieder sogenannte Rassentheorien verbreitet werden? Das stößt Wähler ab. Ich habe in Schnellroder noch keine Rassentheorien gehört. Das müsste man verifizieren, was damit gemeint ist. Hinlänglich bekannt ist, dass ich habe es erst gesagt, was das angeht, großzügig bin. Also ich sehe das nicht so, wenn man das, was ich hier ausgeführt habe zum Menschen als Körper und Geist, wenn man das jetzt schon als Biologismus wertet, dann tut es mir leid, ja, aber das ist eigentlich der Forschungsstand. Da kann ich nichts anderes sagen. Ich warne auch davor, jetzt so Schlagworte zu nehmen. Also kann sich gern bei mir melden. Ich habe in Schnellroda, wo ich glaube, dass ich einen guten Überblick habe, was da diskutiert wird, noch keine Rassentheorie gehört. Und von daher bitte ich da vorsichtig zu sein, sowas ungeprüft zu übernehmen. Man versucht uns alles anzuhängen. Wir haben ja damit begonnen, dass man mir aus der Aussage, dass Günter Grass nicht automatisch ein Verbrecher war, man mir jetzt eine NS-Verharmlosung draus macht. Und insofern bitte ich da einfach um Vorsicht. Ich kann das nicht feststellen. Ich glaube auch nicht, dass das so ist, sondern das sind Zerrbilder, die gezeichnet werden und wir dürfen darauf nicht reinfallen. Cologne Stahl, vielen Dank, Herr Krah. Ich komme aus NRW. Für mich gibt es 2 AfDs. Sagen wir mal, die AfD gewinnt an Einfluss. Welche AfD werden wir bekommen? Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Kraft und alles Gute. Liebe Grüße an Kaspar, #FreeShlomo. Naja, wenn die jungen Leute mich weiter unterstützen, kriegen wir natürlich eine kreative AfD, die das absolute Ziel hat und erreichen wird, Deutschland zu verändern und Deutschland wieder zu einem Land zu machen, das gerade für die Menschen hier richtig geil ist. Ich meine, wir haben doch mittlerweile den Zustand ganz aktuell. Ich bin jetzt irgendwie auf der Autobahn gefahren, wie immer. Dauerstau, ständig Baustellen, man kommt nicht voran. Und mich rief ein alter Anwaltskollege an und fragte, wo ich bin. Ich sagte, ich bin auf der Autobahn, es ist alles furchtbar, nichts passiert. Und dann sagt er, naja, so ist es doch. Letztlich ist doch in Deutschland nichts mehr, was richtig Spaß macht. Wir sind doch ein Land geworden, wo wir eigentlich immer ächzen. Wenn wir im Auto fahren, sind wir im Dauerstau. Wenn wir im Zug fahren, kommen wir nicht pünktlich an. Unsere Innenstädte sind mittlerweile hässlich und vermüllt. Unser Rechtssystem ist dysfunktional. Man hat den Eindruck, die Kriminellen triumphieren. Unsere Industrie wird abgewickelt und irgendwelche innovativen neuen Techniken haben wir nicht mehr. Das heißt, wir leben doch in einem Land, auf das wir immer unglaublich stolz waren und für das uns auch die Welt nach wie vor bewundert, weil sie irgendwie noch nicht mitgekriegt hat, wie es hier wirklich aussieht. Und wo wir auch ahnen, dass dieser ganze Samen noch im Boden ist. Weil wir kriegen es nicht so organisiert, dass dieses Land richtig blüht, obwohl wir die Voraussetzungen nach wie vor da haben. Und jede Partei hat ihre Defizite. Aber wer für die AfD Politik macht und eben nicht eine Vision hat, wie er das wieder zum Blühen kriegt, und zwar mit den Gegebenheiten der Gegenwart und den Entwicklungen, die absehbar in der Zukunft passieren, auch mit den Techniken der Zukunft, sondern wer einfach gern im Politikbetrieb ist und davon träumt, die Bundesrepublik wird wieder so wie 1985. Ja, wir haben diese Leute, so diese verkappten Werteunion-Leute. Das wäre verheerend. Aber A, halte ich die nicht für die Mehrheit. Und B, wir brauchen mehr junge Leute auch in der Partei. Parteileben ist anstrengend. Wir brauchen Leidenschaft, wir brauchen Jugend, wir brauchen Aufbruch, wir brauchen auch eine Fehlerkultur, dass man, wenn man vielleicht mal sich irrt, dass es kein Problem gibt, sondern dass man honoriert, dass jemand überhaupt was tut, dann wird es die richtige AfD sein. Und deshalb meine Bitte, werd Mitglied und wenn du schon Mitglied bist, dann bring noch 2, 3 Freunde mit. Nur so geht es. Aber mit der Unterstützung und dem Trend, den ich jetzt sehe, wird es am Ende die richtige AfD sein. Lord Imperator, Ed Krah, der aktuell starke Erfolg kommt durch die Jugend. Welche weiteren Aktionen, Social Media, Real Life, folgen? Auch nach der Wahl. Bitte sagen Sie, also, Frau Weigel, sie möge in ihren Reden weniger nörgeln, sondern stärker in den Gegenangriff gehen. Also ich sage Frau Weigel gar nichts. Sie macht ihre Sache sehr gut und hat ja auch eine große Fanbase. Ich sage, was ich mache. Ich werde eine Jugendtour machen. Das heißt, wir entwickeln gerade ein Veranstaltungskonzept, dass wir gezielt einen Jugendtag machen, deutschlandweit, wo wir auch einladen, also wo wir, sagen wir mal, einen Samstagnachmittag von 12, 13 Uhr bis am Ende dann Lagerfeuer und gemeinsames Grillen durchziehen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir uns um die persönlichen Bedürfnisse und Fragen kümmern, wo wir aber auch politische Inhalte vermitteln. Nicht? Die Jugendtour ist in Arbeit, die kommt. Wir werden
dafür T-Shirts vorbereiten, kann ich schon verraten. Du bist Deutscher, mach was draus. Wird die erste Auflage sein. Echte Männer sind rechts, echte Frauen auch. Wird vielleicht danach kommen, wissen wir noch nicht. Aber du bist Deutscher, mach was draus. Die werden ausrasten. Wird die erste Runde sein. Da wollen wir natürlich richtig Welle machen. Mit Videos, die man drehen kann, mit Motivation. Wir werden meine Videos fortsetzen. Wir schauen zurzeit, inwieweit wir noch so in Brandenburg, im Brandenburger Landtag haben wir sehr erfolgreich so KI-generierte Videoclips gehabt. Da lasse ich gerade prüfen, inwieweit wir diese Technologie auch für mich nutzen können, dass wir also den Output erhöhen und noch mehr präsent sind. Das ist das Zweite. Also es gibt im Real Life eine Jugendtour, unterstützt durch Merchandising-Produkte, die auch cool gemacht sein werden, hohe Qualität, also nicht kein Schrott. Also wir gucken schon anständige, ökologisch korrekte Baumwolle, auch brauchbare Schnitte. Das wird laufen. Im Internet kommt parallel zu dem, was wir jetzt machen, kommen noch, gucken wir noch, was KI kann. Und was ich halt gern möchte, ich würde gern so eine Art Online-Uni machen oder Online-Tutorials, dass wir Grundbegriffe der Politik nochmal klar machen, wer sich informieren möchte. Also da sind einige Sachen in der Pipeline. Am weitesten fortgeschritten ist die Jugendtour plus T-Shirts. Die Videos laufen eh schon. Auch die werden wir weiter optimieren. Also da kommt was und es kommt immer, der Fokus ist immer, wir möchten junge Menschen stärker machen. Sie sollen zu sich selbst stehen, sie sollen sich erkennen, sie sollen sich lieben und sie sollen dann nach außen gehen. Also der Mensch formt seine Umgebung nach seiner eigenen Veranlagung und dazu muss er aber diese Veranlagung erkennen. Er muss sie annehmen und er muss sie lieben. Und das sind die Botschaften, die wir bringen werden. Und damit gehen wir auf alle Fälle nach draußen. Das wird in diesem Jahr noch starten. Zwei Fragen habe ich noch, mal gucken, ob wir die noch schaffen. Wobei die erste ist wirklich eine Frage. Dilbert, vielen, vielen Dank. Seit 40 Tagen ist Schlummo jetzt in Geiselhaft der G&B-Ampel. Gott strafe Fanzineser. Hashtag Schlummo rausrücken jetzt. Lieber Dr. Kra, ich hoffe, das klingt nicht schräg, aber Sie sind eine echte Inspiration. Danke. Ja, also erstmal vielen Dank und auf alle Fälle Hashtag Freeze Schlummo. Ist eine Schweinerei. Wir wollen ihn wieder frei haben. Sobald er rauskommt, werde ich mit ihm auch gern, wenn er das möchte, eine gemeinsame Sendung machen. Oh, da wird er sich sehr freuen. Da wird er sich sehr freuen. Dankeschön. Dann noch eine letzte Frage, die ich vorhin nicht mehr unterbekommen habe, von den Linken, die ich kontaktiert hatte. Und dann machen wir Feierabend. Wie sieht der Plan der AfD zum Euro-Ausstieg aus? Was für ein System soll eingeführt werden, nachdem der Euro abgeschafft wurde? Wieso stelle ich diese Frage jetzt nochmal? Das ist eine der drei Fragen, die diesen Leuten besonders wichtig war. Wir sind vorhin nicht bis dorthin durchgedrungen. Ja, darum stelle ich jetzt aber, weil die den Leuten so wichtig war. Das ist ein großes konzeptionelles Thema der nächsten Jahre, auch für mich. Die EU in ihrer heutigen Form ist nicht reformierbar und sie führt in die Verarmung und in die politische Unfreiheit. Wir sehen das, das ist jetzt nicht einfach nur ein politischer Spruch, den ich rauskloppe. Wir können uns ja mal anschauen, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickelt hat seit Einführung des Euro. Also wir haben seit 2009 stagniert die Produktivität. Unsere Produktion insgesamt, gemessen an dem weltweiten Zuwachs, ist mittlerweile ungefähr 27% drunter, als sie sein müsste, wenn wir uns weiterentwickelt hätten wie der Weltdurchschnitt. Der Wert deutscher Assets, also Immobilien, Industriebeteiligung etc., gemessen in US-Dollar und gemessen an der Entwicklung amerikanischer Assets, also wenn wir einfach den Standard & Poor's Index nehmen und schauen, wie viel Prozent von Standard & Poor's sind deutsche Assets wert, sind wir mittlerweile, ich glaube, halbiert. Das heißt, dass ein Friedrich Merz für BlackRock die ganze Deutschland AG als Ramschware aufkaufen konnte, liegt daran, weil uns der Euro und die EU arm machen. Sie machen uns wertlos. Wir sinken auf Ramschniveau. Mittlerweile haben alle EU-Banken, alle großen EU-Banken zusammen, haben eine niedrigere Marktkapitalisierung als Morgan Stanley allein. Noch bis in die 80er Jahre hatte jedes große US-Unternehmen, General Electric, IBM etc., einen europäischen Pendant ungefähr auf Augenhöhe. Ist alles vorbei. Wir sind völlig abgehangen. Und das kriegen wir auch nicht im bestehenden System saniert. Das heißt, wenn wir aus der EU, wie sie heute existiert, mit den Mechanismen und mit den Strukturen nicht rauskommen, ist das mit dem Wohlstand und dem Umstand, dass Europa weltweit überhaupt noch mitreden kann, nicht aufrechtzuerhalten. Da wird man auch nichts anderes behaupten können, wenn man Zahlen lesen kann. Das heißt, wir müssen was Neues haben. Jetzt ist die Frage, wenn man dann sagt, na gut, dann lösen wir die EU auf und machen die Nationalstaaten wieder. Das wäre wahrscheinlich noch schlechter. Also der Brexit ist ja nun keine wirkliche Erfolgsgeschichte. Das Unterdrückungsniveau für dissidente Stimmen, was die Engländer zurzeit haben, haben wir in Deutschland noch nicht. Die Einwanderung ist nach dem Brexit nach oben gegangen, auch die nicht-europäische. Und regiert haben bitteschön die Tories, also sogenannte Konservative.
Wir können nicht sagen, dass in der Frage Einwanderung, Wohlstand für alle, ökonomische Entwicklung der Brexit an der Erfolgsgeschichte war, sondern die englischen Eliten waren noch schlimmer als vorher die Brüsseler. Insofern, die reine Renationalisierung wäre wahrscheinlich noch teurer, als es der Irrsinn drin zu bleiben. Insofern, wir brauchen ein komplett neues Konzept, was wir tun wollen, was für eine Art Club wollen wir haben. Und ich glaube auch, dass dieser Club weniger politische Bevormundung, also er muss weniger politische Bevormundung haben, er muss mehr Länder drin haben, weil wir einen größeren Markt brauchen. Und er muss geostrategisch meines Erachtens mehr auf den Kontinent schauen, als das, was wir jetzt haben. Also er muss sich ausweiten. Und wie das konkret aussieht, da sind wir noch am Arbeiten. Durch den Ukraine-Krieg ist ja jede Hoffnung auf eine Intensivierung der Partnerschaft mit Russland dahin. Also wir werden ja allein 10, 15 Jahre brauchen, um auf das Vorkriegsniveau zurückzukommen. Aber dass wir damit in irgendeiner Form ausgleichen können, wenn in der EU es nicht mehr funktioniert, das ist dahin. Insofern, wir brauchen da neue Ideen. Eine Möglichkeit ist Zentralasien. Der Schlüssel dazu wäre die Türkei, mit der wir ökonomisch sehr gut zusammenarbeiten. Aber wir haben zurzeit ungefähr, meines Erachtens, wissen wir, in welche Richtung es gehen muss. Wir haben die Parameter, was wir erreichen müssen. Nicht weniger Umverteilung, weniger politische Bevormundung, mehr Ökonomie, mehr Wettbewerbsfreiheit, mehr geostrategische Eigenständigkeit gegenüber den großen Supermächten USA und China. Das wird nur gehen mit einer Ausdehnung auch in Richtung Kontinent, unter Einschluss auch der Türkei als einen Wirtschaftspartner. Aber wie das genau aussieht und wie dann die Transformation kostenmäßig zu machen ist, das ist eine Sache, die wir in den nächsten 2, 3 Jahren dann bis zur Europawahl 2029 ausarbeiten müssen. Und da bin ich aber ganz zuversichtlich. Die AfD hat nach wie vor großen Sachverstand in den Fachausschüssen. Und ich denke auch, dass die Realität uns da leiten wird. Wir werden ja sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Wir werden die Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts in verschiedenen Weltregionen sehen. Die Deindustrialisierung bei uns geht weiter. Aber ganz klar, die Frage kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich habe in meiner Schublade keinen Plan, Ausstieg aus den Euro, wie, zu welchen Kosten. Wir müssen aussteigen mittelfristig. Wir müssen die EU überführen in etwas Neues, Größeres, weniger politisches, wirtschaftlich attraktiveres, auch klar. Die Details müssen ausgearbeitet werden, haben wir noch nicht, ist sicher ein Defizit. Aber ich bin zuversichtlich, bis Ende des Jahrzehnts haben wir die Alternative zur EU, konzeptionell. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir, bis bald. Maximilian Krah, vielen, oh, mein Applaus ist kaputt. Lieber Maximilian Krah, vielen, vielen Dank. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja. Mach's gut. Und jetzt sind wir wirklich durch. Liebe Freunde, bis nächste Woche.